Liebe Fliegenfischer, dies ist der zweite Film der Hebeisen Fliegenfischerschule. Hauptakteur in diesem Film ist unser berühmter Altmeister aus Gmunden, der Hans Gebetsreuter. Sie werden in diesem Film den Stil, den er entwickelt hat, näher kennenlernen. Dieser Film wurde im Mai 1984 in Österreich aufgenommen. Ich wünsche Ihnen viel Freude. Ja, das Schöne ist jetzt, dass ich, für mich ist es eine Ehre und Freude, dass ich bei Hebeisen gewesen bin. Und Hebeisen fragte mich, ob er unter meinen Namen meinen Wurfstil fortführen darf. Ich sagte ihm, du, Hans Rudi, es ehrt mich und habe große Freude, dass du so viel Interesse hast und mich verkörpern und den Leuten den Wurfstil weitergibst. Das ist mein Ganzes, wo ich sehr glücklich bin darüber. Ich glaube, dass derjenige, der sich wirklich für das Fliegenfischen interessiert, den Gebetsreuter Wurfstil einfach erlernen muss. Er ist unbestritten, besonders bei Verwendung von kürzeren Routen, der effektivste Stil. Viele gute Fliegenwerfer können nur deshalb nicht mit ganz kurzen Routen werfen, weil sie eben diesen Stil nicht beherrschen. Er bringt eine schnelle Schnurführung und ermöglicht ein kraftloses, elegantes und auch weites Werfen. In diesem Film werden Ihnen alle Besonderheiten dieses Stiles ausführlich gezeigt. Ich selbst habe viele Jahre lang mit Hans zusammen gearbeitet und mir seinen Stil so lange eintrainiert, bis er fand, dass er nun perfekt sei. Das alles hat mir viel Spaß und viel Freude bereitet. Ich freue mich immer wieder, unseren Schülern in unserer Schule seinen Stil weiterzugeben. Besuchen Sie doch einmal einen unserer Kurse, damit wir zusammen werfen können. Schauen und hören Sie nun genau zu, was unser großer Meister Sie lehrt. Die Route, der Fliegenroute, wird mit Zeigefinger in die Hand genommen und die Kraft wird übertragen durch die Sehne. Ich sehe die Rolle so. Nein, die ist von Haus aus. Mhm. Ja, habe ich das nicht gesagt. Jeder, der ist das losgelassen. Und jetzt kommt der Druck. Und wie ist der Druck da ist, so liegt die Rolle parallel mit diesem. Und so bleibt das. Und das muss jetzt die Augen aufmachen. Wenn ich die Rute nicht habe, ich lasse die Rute so locker liegen da. Und die liegt jetzt genau. Das ist das Gewicht, das liegt jetzt. Und der Druck ist ein bisschen Druck. Der hat mit dir nichts zu tun. Ja, der hat mit dir nichts zu tun. Ein wenig, aber das ist ja der Druck. Dann könnte ich mit einem Finger, das ist ja halt, ne? Wenn ich den einen Finger da hergebe und alle weg, halt das ja. Jetzt machen wir das mit einem Finger nur. Zeigefinger drauf und nur mit einem Finger. Und den weg, den anderen auch weg. Nein, den lass ihn. Den weg. Jetzt pass auf. Siehst du, nein, lass ihn weg, das nur. Siehst du, das ist heute halt die Rolle. Jetzt ist da, lass ihn weg, den anderen Finger. Den Daumen kannst du herlegen. Und ich sag nur, ist er her. Und dann bewegt sich der Arm aus der Schulter, das Handgelenk wird nicht bewegt. Weil das Handgelenk, das ist Daumenwurf, das ist, aber beim Zeigefingerwurf
wird aus dem Bleierlock, aus der Schulter geworfen. Man kann ganz langsam werfen, die Schnur bleibt immer gestreckt. Wenn ich es fischen würde, ein Fisch, und ich wasche die Fliege, dann trockne ich sie und dann würde das Werfen beginnen. Ich beginne jetzt zu werfen. Je länger die Schnur ist, desto langsamer wird der Rhythmus des Wurfes. Den Arbeitswinkel kann man verlegen. Das heißt, rückwärts steigt die Schnur ganz enorm hoch. Und jetzt verlege ich den Arbeitswinkel zum Wurf. Und jetzt wird der Arbeitswinkel rückverlegt, steigt die Schnur vorne hoch. Das ist dann für den Parachute. Wenn Sie meinen Parachutwurf anwenden, wo hinten ruhiges Wasser ist und davor starke Strömung, bleibt die Fliege trotzdem einige Sekunden stehen. Beginnen wir mit dem Arbeitswinkel verlegen. In Wurf. Der Wurf ist eigentlich von hier bis hier, das ist ein Arbeitswinkel. Und wo der hin verlegt wird, geht die Schnur. Ich nenne das Arbeitswinkel vorverlegt, wenn der Arbeitswinkel bis hierher geht. Aber wird alles aus der Schulter geworfen auch. Das geht jetzt so, ich beginne. Es geht wieder alles aus der Schulter. Wenn ich jetzt den Arbeitswinkel benötige beim Fischen, das rückwärts sehr hoch ist, dann kann ich mit der Hand drüber gehen, nicht wahr? Und jetzt beginne ich den Arbeitswinkel zu verlegen, langsam. Und jetzt wäre der normale Wurf. Nicht wahr? Und jetzt verlege ich langsam nach rückwärts. Jetzt steigt vorne die Schnur. Jetzt verlege ich ihn wieder nach vor. Nicht wahr? Das ist sehr wichtig. Das zu beherrschen, weil wir überall, wo man fischt, ist dann das zu verwenden. Ja. Es geht noch höher auf. So, jetzt verlegen Sie langsam zum Wurf. Gut. Er arbeitet wunderbar aus der Schulter. Das ist ja nicht schwer arbeitet, der ist locker. Ja. Ja. Danke schön. Ich stehe da. Jetzt ist der Baum da. Und dort steigt der Fisch. Wo der Kameramann ist, nicht? Jetzt muss ich da auf. Jetzt liege ich da auf. Da lege ich hinauf und lege dort die Fliege. Ne? Der kann mich gar nicht dienen. Aus dem normalen Wurf, nicht wahr? Im Beckenwurf, nicht wahr? Und der Beckenwurf geht genauso unten durch und oben drüber. Wenn Sie stromaufwärts fischen auf der linken Uferseite, wenn Sie stromabwärts schauen, links, nicht wahr? Dann können Sie nach Ufer rauf, müssen Sie. Dann da verwendet man im Beckenwurf. Da verwendet man den, nicht wahr? Der wird genauso gut und so circa hier. Nicht da drüber. Da geht dann das darüber, nicht wahr? Das bleibt genau so.
Sie können dann, wenn das da auf ist und da steigen Fische um, Sie können dann auf der Seite nicht sagen, schön rauflegen sollen. Weil Sie ja dort auch nicht werfen können. Wenn Sie ganz am Ufer stehen. Das ist dann der Peking-Wurf, der sehr viel gebraucht wird in Wasser. Ne? Und der ist genauso. Da steigt die Schnur. Ich kann die Schnur genauso hinaufsteigen lassen. Da, ne? Das ist alles wieder in derselben. Es ruht alles wieder hier. Ne? Und das ist so. Und wenn Sie jetzt werfen so, zweimal hier und dann hier. So momentan ist dann der Peking-Wurf eine Selbstverständlichkeit, der wirklich beim Fischen am Wasser sehr viel wert ist, ihn zu gebrauchen. Daher, du hast das wunderbar geworfen. Ja. Na bleib, schau, jetzt hast du flach geworfen, so. Ja. Siehst du? Und bist dann hoch rübergegangen. Das war. Da. Warum hoch? Nein, du musst das gleich flach. Ja. Das musst du dir so, das musst du so lustig werden, weißt du? Wo ist die Mitte, ja? Hallo! Du hast den Ton an. Er braucht nur den Wurf brauchst du gar nicht anschauen, nur die Hand anschauen. Der Wurf stimmt dann, wenn du die Hand anschaust, die Hohle. Da ist der Wurf hundertprozentig. Jetzt hast du so weit aufgebracht. Ich wollte ihn nicht treffen. Er wollte mich treffen. Und hinten ein bisschen heben die Rute beim Flachwurf. So, jetzt nehmen wir links. Rückwärts die Rute heben. Ja, aufheben, heb's auf. Ja. Jetzt ist der Wurf perfekt. Jetzt kommt dann die linke Hand. Wird die Schnur so geführt, weil dadurch der Hebewinkel, wenn man die Schnur schießen lässt, größer ist. Das wäre jetzt kein Doppelzug, das ist der einfache Wurf. Weißt du? Das ist immer noch der einfache Wurf. Ja, jetzt ist es richtig. Schau ihnen in die Augen. Ob sie es begriffen haben. Na ja, stimmt, genau. Gut, ist das klar. Jetzt kommt das, liebwerte Sportfreunde von Hinweisen. Jetzt kommt das, in der Früh habe ich das schon erklärt, dass die Länge kann sich jeder aussuchen, wie er will. Er muss nicht das zu kurz halten, so. Und jetzt muss er mitgehen. Es war gut, wenn jemand über seinen Schnauweg hat. Jetzt muss er mitgehen mit der Hand. Nicht wahr? Das ist dann beiderseitige Arbeit. Die linke Hand muss sich daran gewöhnen, dass sie links und rechts arbeitet. Nicht? Und von Daumen weg bis hierher soll die Schnur gestreckt sein. Weil wenn ich dann sage, wenn ich jetzt sage, aufmachen, geht auch mit. Und so kommt es, verstehen Sie? Daraus erlernt man den einfachen Durchzug, der ja hauptsächlich ja gebraucht wird dann beim Fischen. Höchstens Sie wollen weiterfischen oder eine längere Schnur am Wasser hochhalten, dann gibt man der Schnur Geschwindigkeit, dann kommt der Doppelzug in Frage. Aber sonst am Wasser, wenn Sie werfen, genügt das hinreichend. Aber den Doppelzug zu beherrschen, ist sehr günstig. Aber jetzt kommt nur das hier. Jetzt sage ich aufmachen,
Und dann sag und? Jetzt. Na, ich so, ich gebe so lange keine Ruhe, bis du es richtig gemacht hast. Nicht? Das ist mein Fehler. Na, ja. Ich lebe mich dann zu Ende, da werde ich dann laut. Und da sage ich auf die Leute, oh, der schreit. Und dabei bin ich so ruhig. Psst. Ja. Aufmachen, tschick, 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 weiter runtergehen, tschick, ja, wunderbar, und, jetzt, yes. Ja, nur weitermachen, aufnehmen wieder. Der Doppelzug, man muss ihn nicht immer so mit dem Daumen führen. Weil wenn ich das immer so machen müsste, wichtig ist, dass die zwei Finger die Schnur halten. Jetzt kommt das, wenn ich den letzten Wurf mache, dann kommt die Lage von der Schnur so und ich komme rauf, ich habe die Finger noch offen. Und ich komme rauf und übernehme da erst. Das ist die Perfektion vom großen Schuss. Weil die ganze Kraft, die Hebelwirkung, was die Hand hat, nachher, die letzte Phase, die ist enorm. Ich habe schon bei meiner Partie das gezeigt. Ich möchte das jetzt zeigen, dass ich den Doppelzug so mache. Ja? Ohne Ding. Und jetzt kommt die Endphase, selber. Jetzt kommt sie. Weil jetzt schauen Sie die linke Hand an, rechte Hand, wo ich dann auslasse. Bei der Einstellung ist dann die Heidi Linhardt in der Zeitung, die Aufnahme von Hebeisen, die steht für mich vollkommen mit Zug, mit dem Wurf. Ich habe auch geschrieben, dass ich ganz begeistert bin. Schauen Sie an. Ich habe nichts. Das ist egal. Aber jetzt kommt das. Jetzt kommt es. Sehen Sie? So ist dann meine Einstellung. Es gehört zur Tradition der Hebeisen-Fliegenfischerschule, dass am Ende eines jeden Kurses die Schüler in zwei Gruppen aufgeteilt werden und jede zeigt der anderen mittels eines Synchronwerfens, wie schön es ausschaut, wenn man die Technik des Fliegenwerfens möglichst perfekt beherrscht. Und am Wasser fischt man dann natürlich auch umso effektiver. One, two. Eins, zwei. Ein fröhliches Picknick und gemütliche Stunden in freier Natur erheitern das Gemüt und vertiefen frisch geschlossene Freundschaften. Auch das sind Dinge,
auf die wir an der Hebeisen Fliegenfischerschule sehr großen Wert legen. Ich habe an alle die Bitte, womöglichst, wenn es geht, wenn sie sich übers Herz bringen, ohne Widerhaken zu fischen. Weil wenn sie den Fisch halb streng halten, dann bekommen sie den Fisch genau. Wenn der Fisch mit ohne Widerhaken, damit Widerhaken gefischt wird und er hängt schlecht, kommt er aus. Und wenn er ohne Widerhaken gefischt wird und hängt schlecht, kommt er auch aus. Nur eins ist sicher, ohne Widerhaken muss der Fisch, den sie führen, halb streng gehalten werden. Dann hätte ich zusätzlich noch eine leise Bitte. Wenn Sie kleine Fische fangen, wenn Sie in die Kinderstube geraten und Sie schlagen einen kleinen Fisch an, führen Sie den solid und drillen Sie den solid. Die Ansicht, dass der Schnellersinn herbeibringen und wieder auslassen, dass der kräftige ist, das ist falsch. Ich habe jeden Sportfischer in meinem Wasser, weil ich aktiv war, und der einen kleinen Fisch gefangen hat und hat ihn so schnell an sich gerissen, dass der Fisch bereits kein Wasser mehr unter der Scheiße hatte. Das ist eine Sauerei. Da habe ich jedem meine Meinung gesagt. Der kleine Fisch, der gehört solid gedrillt, weil das ist ja der Nachwuchs, weil sie ja große Fische fangen wollen. Danke. Sehr schön, wie du den Fisch gelöst und zurückgesetzt hast. Gewöhne dir aber beim Drill mit einem starken Fisch an, dass du den Fisch zuerst mit der Schnur unter Zug bringst und ihn dann mit der Rolle austrillst. Viele große Fische haben schon das Vorfach abgerissen, weil die Schnur irgendwo hängen geblieben ist und die Elastizität weg war. Liebe Fliegenfischer, es ist ganz wichtig, dass man jeden Fisch gut austrillt. Sie liegen dann beim Lösen der Fliege ruhig in der Hand. Man braucht sie nicht zu drücken. Das sorgfältige Lösen der Fliege braucht seine Zeit, da man sonst den Fisch unnötig verletzt und besonders bei den Eschen werden vielen die Oberlippen abgerissen. Wenn ich den Fisch zu stark drücken würde, könnte er sich nicht mehr bewegen.